الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute möchte ich mit euch über einen Mann sprechen, einen Mann, der zu unserer Zeit gelebt hat, einen Mann, der kein Sahaba war, keiner der Tabi'in, also kein Abu Bakr Siddiq. Heute hören wir auch nichts von Umar radiallahu anhu. Heute sprechen wir über einen Mann, der zu unserer Zeit gelebt hat. Ein Mann, nach seinem Sterben hat sich eine ganze Nation erhoben. Dieser Mann, Malcolm X. Vielleicht denkt einer von euch, Khutba, warum reden wir über Malcolm X? Weil wir sind hierher gekommen, dass wir was lernen und dass wir inshallah, wenn wir diesen Raum verlassen, dass wir uns verändern zum Guten. Dass unser Austritt nachher in einer halben Stunde ungefähr besser ist als unser Eintritt vor 20 Minuten. Inshallah. Und ich will über Malcolm X sprechen. Weil er hat was Wundersames vollbracht in einer kurzen Zeit. Dieser Mann ist geboren 1925. Zu dieser Zeit war die Hölle auf Erden in Sachen Rassismus. Malcolm X, die, die ihn nicht kennen, ein schwarzer Junge, aufgewachsen in Amerika. Sein Vater wurde getötet, als er 6 Jahre alt war. Von Rassisten auf bestialische Art und Weise ermordet. Seine Mutter war geisteskrank, als er 12 wurde. Und dieser Junge ist aufgewachsen mit Drogen, Alkohol, Frauen, Partys. Das war sein Lebensinhalt. Dann kam er ins Gefängnis, 8 Jahre lang. 8 Jahre lang im Gefängnis. Und jetzt sieht, was passiert. Er kommt aus dem Gefängnis und lernt eine Sekte kennen. Nation of Islam. Eine Sekte, geführt von einem Mann, den sie Elijah Muhammad nennen. Ein Mann, den sie als Propheten sehen. Sie machen Dinge, die sind unseren Dingen ähnlich. Aber das sind nicht unsere Dinge. Das heißt, ihre Aqida ist falsch. Malcolm X zu der Zeit, das war sein Anker. Er hat gelernt, dass es eine andere Macht gibt. Er hat gelernt, dass es einen Sinn gibt, warum wir hier sind. Und er war Da'i für diese Sekte. Allah hat ihm seine Zunge gesegnet, sodass er sprechen konnte. Und er war im ganzen Land bekannt. Sodass sie Tempel errichtet haben, wo sie ihre Gebete verrichtet haben. 1963 hält er das letzte Mal eine Rede für Nation of Islam. John F. Kennedy ist erschossen worden und Elijah Muhammad warnt ihn und sagt zu ihm, sag nichts über John F. Kennedy, weil er uns unterstützt und uns mit uns sympathiert hat. Und jetzt, der Vortrag ist zu Ende und er wird gefragt, was halten Sie von John F. Kennedy? Und zu der Zeit, wenn er Präsident war, dann war er verantwortlich für diese Lage in Amerika. Und er hat sich so dementsprechend geäußert. Time Magazine, weltbekannt, betitelt ihn als Terroristen, als Aufhetzer. Und Nation of Islam hat ihn suspendiert, aufgrund dessen. Weil er für die Wahrheit was gesprochen hat und es war gefährlich. Es war gefährlich. Und deswegen haben sie ihn suspendiert. Und jetzt, mit wem ist Allah? Mit den Gerechten. In diesem Jahr, als er suspendiert wird, macht er die Pilgerfahrt und lernt den Islam kennen und sieht weiße Menschen, rote Menschen und sieht, dass der Islam für jeden da ist. Und er lernt ihn kennen und er kehrt zurück mit einer gesunden Aqida.
Und dieser Mann, der Menschen bewegt hat, redet jetzt für Allahs Sache. Für Allahs Sache. Und er hat die Massen bewegt. Nicht umsonst rede ich heute über ihn. Nicht umsonst, wenn ich Malcolm X sage, weiß mindestens die Hälfte hier, wer er ist. Nicht umsonst. In diesem Jahr, es ist ein Jahr vergangen, und er wurde während einer Predigt erschossen. Während er predigt, wurde er erschossen. Ja, man hat ihn erschossen. Er ist gestorben für Allahs Sache. Wer den Film gesehen hat, sieht, dass er das geahnt hat. Wer den Film gesehen hat, es ist zwar geschauspielert, aber er weiß, in welcher Gefahr er sich befindet. Drohung, ja, Terror, seine Familie wurde mit Tod gedroht. Warum? Weil er die schwarzen Menschen bewegt hat. Mit was? Mit dem Islam. Und die Regierung, man sagt, die Regierung hat ihn töten lassen. Für Allahs Sache. Ein Jahr. Er ist Muslim geworden, nach einem Jahr hat man ihn getötet. Was hat er gewusst über den Dien? Hat er mehr gewusst als wir? Ein Jahr am Lernen und sein Einsatz. Hat er mehr gewusst als wir? Und er ist gestorben. Als Shahid. Fakt, als Shahid. Und jetzt gibt es eine Geschichte zu Zeiten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann geht zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sagt zu ihm, fragt ihn, soll ich Muslim werden, den Islam annehmen, oder soll ich kämpfen? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm, nimm den Islam an und kämpfe für Allahs Sache und beweg dich für Allahs Sache. Zeig Einsatz. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dieser Geschichte, er nahm den Islam an, drei Worte waren das, was er gesagt hat. Er nahm den Islam an, er kämpfte und er starb. Und dann sagte er, sein Einsatz war wenig. Seine Belohnung ist groß. Für Allahs Sache. Dieser Mann hat die Shahada gesprochen, ist für Allahs Sache im selben Moment gestorben, hat das Paradies bekommen. Was hat er getan? Für Allahs Sache Einsatz. Ich habe dieses Thema aufgebaut zu unserer heutigen Zeit, zu der heutigen Situation. Es ist ein heikles Thema und viele, die sprechen, haben Angst, darüber zu sprechen. Und ich denke die ganze Zeit, soll ich das erwähnen oder nicht? Soll ich das erwähnen oder nicht? Ja. Weil ich habe auch Angst. Weil ich bin kein Malcolm X. Ich habe es auch nicht richtig verstanden. Fakt ist, dass unsere Geschwister auf der Welt verbreitet, getötet werden. Abgeschlachtet. Und ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, deswegen muss ich das erwähnen. Abgeschlachtet. Wir sehen das auf YouTube oder in den Nachrichten. Und dann ist es weg. Und dann ist es weg. Und diese Menschen jetzt in diesem Moment werden abgeschlachtet. Kinder werden getötet, ihre Eltern werden abgeschlachtet. Von wem das Schlimme ist? Von den eigenen Leuten. Warum ich das erwähne? Dass wir uns daran erinnern. Und dass wir nicht vergessen, ich als erster Stelle, der hier redet, ja, Allah wird mich fragen deswegen. Und er wird zu mir sagen, was hast du dazu gehört? Was ist dein Beitrag dazu? Deine Geschwister sterben. Und wir erinnern uns, wir sind ein Körper. Wenn ein Teil leidet, leiden wir. Wir können uns nicht bewegen, wenn wir krank sind. Normalerweise. Mögen wir das verinnerlichen und mögen wir Einsatz bringen, sodass wir das
Das ist wie bei Malcolm X und wie bei diesem Mann, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und er sagte, sein Beitrag war wenig, seine Belohnung ist groß. Das Richtige zur richtigen Zeit. Ich verlange nicht, versteht das nicht falsch, dass wir gewalttätig werden. Was ich verlange ist, wenn wir uns zurückerinnern, Palästina, als es so heikel war und so richtig extrem und die Bilder uns alle erreicht haben, ist die ganze Welt jeden Tag auf die Straße gegangen. Das Leid ist nicht zu Ende, aber es hat sich minimiert. Und da haben wir Einsatz gezeigt. Allah wird zu diesem Tag wird er nichts Schlimmes zu uns sagen, weil wir Einsatz gezeigt haben. Aber wenn wir wegschauen, es ist im Islam so und es ist auch in nicht-islamischen und ungläubigen Verhältnissen ist das so, die wegschauen, sind schlimmer als die eigentlichen Täter. Und das auch bei Allah. Und das müssen wir verinnerlichen. Allahumma ya Rabba dal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Allahumma anjil mustad'afin fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afin fi Syria. Allahumma aslih ahwalahum. Allahumma anta nasiruhum wa anta 'adiduhum. وبك يقاتلون اللهم عليك بالشار الأسد اللهم إنهم استحلوا دماء المسلمين اللهم اهرمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعله كيده في نحره واجعله تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو وندعو بك من الشر فوق ما نحذر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. نمسك.